Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen. Bei Total War Warhammer 3 mit Village, dem Verfluchten in der Reich des Chaos Kampagne. In dem lieben Norska, das immer noch so eine komische, ungewohnte Form hat, verglichen mit dem, wie man es von früher her kennt. Es ist Part Nummer 7. Beim letzten Mal haben wir. Irgendwen haben wir vasalisiert, ne? Die Varga haben wir vasalisiert und da unten haben wir eine Schlacht gegen Kislev geschlagen. War spannenderweise das erste Mal, dass ich selber händisch gegen Kislev gespielt habe. Eigentlich sehr spannend. Soweit. Aber es wird nicht das letzte Mal sein. Unsere Kriegsgegner sind nämlich die große Orthodoxie und die Drucina. Drusina, wie auch immer, Enklave. Ja, Nordland, Lünsk. Und Kislev halt irgendwo da unten noch. Also die Stadt Kislev. Visier. Okay. Ah, du bist der Aufwiegler, okay. Der Aufwiegler des Zent scheinbar, der hat ebenfalls eine Barriere. Okay, lustig. Ja, dann. Sollen wir den gar umhocken? Weil der wird ja wahrscheinlich eher ein Fullstack zusammenkriegen und größer werden, je länger man dem Zeit gibt. Ja, komm. Geben wir ein bisschen Gas und marschieren wir gar zurück und hocken den halt einfach einmal weg. Dass Ruhe ist. Das ist jetzt ein bisschen das Negative. Ich meine, es gibt daran, dass man da nur Stufe 1 machen kann bei diesen ganzen Nebensiedlungen. Es gibt da zwar so ein kleines Garnisonsgebäude, Lager der Kriegerschar, aber 10 Einheiten Garnison, da ist Maximum, das ist jetzt nicht berauschend gut. 4x Chaoskrieger, es könnte schlimmer sein, aber. Diese kleinen Siedlungen sind halt alles andere als leicht zu halten. Und wie gesagt, soll man ja auch gar nicht behauptet, ja, sagt ja die Kampagne, dass wir das nicht tun sollen, sondern uns eher auf die dunklen Festungen konzentrieren. Da wäre dann eigentlich interessant, ob es in Kislev weiter drinnen noch ein paar Standorte für dunkle Festungen gibt. Weil dann hätten wir auch einen territorialen Anreiz, uns nach Kislev auszubreiten. Surta-Eck. Eck-Eck. Ah, und die Elena. Elena Zakharova. Ah ja. Auserkorene. Wunderbar. Ja. Zerfleischer solchen Kröten. Master of Misrule. Die brauchen halt nur 4 Runden. Das ist ein bisschen fies. Ihr braucht 2 Runden. Aber ist ein bisschen die Frage. Moment. Ja, da könnte man erhabene Horrors draus machen. Die Reichweite ist ja gleich. 10 Punkte mehr Rüstung. Führerschaft, mehr Nahkampfangriff, mehr Nahkampfabwehr, also rundherum ein bisschen besser.
Bitte sehr. Stimmt, da müssen wir ja Stufe 8 sein dafür. Und da können wir uns schon bald Chosen holen. Voll die Auserkorenen. Ausstrebende Champions zweimal. Genau, und die Hundis werden dann rauskommen, dass wir eine vollkommen reine Zensch-Armee da haben. So, du gehst in die Siedlung, in der nächsten Runde greifen wir da an. Impatient Fool. So, da la 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 la. Plus zwei Feuerdämonen ist halt auch sexy. Erfahrungsrang für Hellebarden und Speereinheiten. Blödsinn. Plus 1 Nahkampfabwehr pro Erfahrungsrang. Das wird genau lesen. Ansturm abwehren. Ist natürlich ebenfalls stark. Da kriegen wir die Chaosritter. Und da die Ritter des Untergangs. Ja, machen wir die Meditation. So. Ich glaube, da wollte die Garnisonsgebäude reinsetzen. Wenn mir nicht alles täuschen tut. Gut, du brauchst noch 2 Runden bis Stufe 4, das passt. Und du brauchst noch ein bisschen bis Stufe 3. Okay, gut. Da brauchen wir ebenfalls noch 1200 knapp bis zu diesem ersten Pfad nach San Bajin, 10.000. Könnte man auch bald hinkriegen. Wenn wir dann noch ein bisschen in Kislev herumraiden. Don't speak silence. Skrotz. Hat mir aus irgendeinem Grund gern. Okay, ich verstehe schon. Wieso? Für den Moment mal nein, danke. Mhm. Da wird man gleich nochmal rosa Horror bekommen. Gebäude beschädigt, hier Menschen, juhu. Was immer du sagen. Ja, mehr Wachstum. So, du hockst den jetzt um. Falls sich der nicht. Okay, den kriegt man nicht. Schade. Ich hätte mir doch den kriegen wir. Langweilig. What are you going to do?
Look at me, glorious! Das wird eigentlich, ja, eher nervt. Ewig lang noch im Nachlaufen spielen wir mit dem jetzt nicht. Hoffentlich kriegen wir ihn in der Runde jetzt. Weil der Job ist natürlich Seelen gewinnen. Im Menü steht es drin, dass man von Fraktionen des Korns, Lanesh, Zen, Schnörkel oder der Chaosdämonen keine Seelen kriegen, weil die schon einem Gott gehören. Ist natürlich die Frage, also was der zählt da. Okay, da läuft er uns davon, wunderschön. Wir könnten uns natürlich bei ihm vor der Nase jetzt hin teleportieren. Okay, kann das nicht der Varga übernehmen? Das wird doch... Das sollte doch machbar sein. Okay. Der muss wahrscheinlich selber mit dem im Krieg sein, dass das geht. Und da ist er wieder. Arge! Okay, sorry, dann machen wir das im Gewaltmarsch. Zur Not setzen wir da halt dann einen Notfallkommandanten in eine schwarze Schlucht, wenn der wieder nervt. Oder in den Altar der Brut. So, den Streitwagen schenken wir uns, der hat nicht so die Priorität. Die Kohle können wir uns für den Moment einmal schenken. Gibt's irgendwas zum Aufwerten? Ich glaube nicht. Ja, nächste Runde. Das Kipio. Angezweifelte Autorität, Massenhinrichtungen oder den Vollstrecker entsenden. Kontrolle und Führerschaft. Ich stehe auf Tribut, danke. Jo, das war vielleicht jetzt irgendwie zu erwarten, dass das passiert. So wirklich leisten können wir es uns eigentlich noch nicht. Aber mal schauen. Meister Hexer des Chaos, Schatten. Vertrauter des Chaos, höllische Dominanz. Naja, der wäre was für einen Ungeteilten. Fisch.
Ja, dann nehmen wir unseren Ungeteilten. Ja, nehmen wir unseren Ungeteilten. Blutbestien-Streitwagen. Spannend. Gepanzerte Chaos-Trolle. Okay. Die dem. Geschenkte Einheiten. Ah, Feuerdämonen. Wird man da dann kriegen für Village. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Da unten. Stattdessen schnabulierst du mal du 4 normale Barbaren. Und. Was bist denn du? Ah, Brutus Zensch. Und ein paar Chaos-Barbarenreiter. Jo, das geht ja noch. Das passt. Kühgast Horstmann. Wenn der wenigstens ein paar Truppen hätte. Aber nichtsdestoweniger. Schauen wir mal. Geht nicht, dass wir uns da vielleicht schon hätten herporten können. I like to move it. I like to move it. Im Gewaltmarsch. Unhand the supreme Patriarch. Ja, dann können wir uns vermutlich eh dann wieder eine Schlacht gegen Kostalkin liefern, wie es ausschaut. So in 2-3 Runden. Spiel denselben Song nochmal. Oder dieselbe Schlacht nochmal. Ja. Sprach der Rabe. Okay. Chen, ein einzelnes Wort, das den Verstand raubt, wo auch immer es ausgesprochen wird. Man sagt, der Erste, der es aussprach, sei ein riesiger schwarzer Vogel gewesen und alle, die es hören, können bald nichts anderes mehr sagen. Mit hysterischem Lachen bellen sie allen in ihrer Nähe in die Ohren. Chen. Zensch-Korruption plus 5. Na, wer sagt's denn? Haben wir damit einmal ein bisschen Klick, ne? Ist leider ein bisschen zu weit, als dass man da mit der Siedlungsgarnison spielen könnten. Genau, und für das müssen wir natürlich Rang 5 sein. Wobei wir ein paar Barbaren mit 2 Handwaffen auch noch machen könnten. Ja, warum eigentlich nicht? Aber das wird jetzt auch noch nichts. Ausmachen. Du bist Antilatsch, das sind Zerfleischer. Seuchengröte Infanterieabwehr. Brutes Korn Infanterieabwehr. Feuerdämonen des Zensch. Ne, das geht, das ist ein bisschen zu krass für die. Für die Barbaren. Jo.
Jo, dann. Kannst du eigentlich. Auf Dajin oder auf Kostalkin losgehen. Dass wir das selber nicht wieder spielen müssen. Ja. Ah ja. So, was wird denn da noch. Da könnte man Brut des Zensch rekrutieren. Wenn wir das Geld hätten. Okay. Chaoskrieger und erhabener Held. In der Loge der Kämpfer. Wird natürlich ebenfalls was. Und da kriegen wir Hexer. Ja, ein paar Agenten. Ebenfalls natürlich wichtig. Du wärst für Mantikore und für Riesen. Ja, dann werden wir uns am ersten die Kaserne holen, ne? Dafür brauchen wir halt nur 47 Geld. Wie schaut's denn mit dir aus? Abneigung. Ebenfalls Abneigung. Chaos incarnate. You are here. Die verbrannten das Korn. Ah ja. Der ist da oben eh im Norden unterwegs. Da habe ich jetzt eh nicht so die megamäßigen Ambitionen. Okay, dann machen wir das. Passt. Und dann haben wir jetzt das Zasterchen für die Loge der Kämpfer. Passt. Gut, 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 gut. Fangt wieder alles ein bisschen gemächlich an heute. Aber die Action kündigt sich an. Kündigt sich an. Oh, okay. Eindringling der Björnlinge. Was ist eigentlich mit denen? True Savages. Okay, mit denen haben wir nur einen Nicht-Angriffspakt. What? You know these tribesmen hunger for ring. Okay. Take what's theirs. I'm told you want it. Blood that I find your motives nicht. A wondrous day. Gut, und die Dummspur hat ebenfalls nichts mit uns am Hut. Okay. Was bist du? Okay. I foresee destruction. Chaosrolle. That was a mistake, maggot.
Village. Village, Village, Village. Jungfer, mit gepanzerte Corsairs, lauter normale Corsairs, kosovitische Derwische, Bogenschützenreiter, okay. So, die Art flinke Fernkampfarmee scheinbar. So, wie sollte man da weiter verfahren? Aber dann angreift, aber den Köder schluckt. Aber Stichwort Köder. Du holst einmal zwei Einheiten Hundis dazu. Mit der Garnison wird man das auf jeden Fall, oder sollte das auf jeden Fall machbar sein. Ja, erhabene rosa Horrors. Klingt alles ein bisschen schier. Lass da doch nicht zu. In Runde 44. Das Ehrenkarat ans Chaos gefallen. Ja, dürfte irgendwie bei jeder. Ah ja. Okay. Mannhafte Niederlage, hohe Verluste. Brutes Korn, du bist der Dämonenprinz. Giftattacken, zweimal Infanterieabwehr, Barriere, Anti-Large, dreimal Infanterieabwehr, viermal Infanterieabwehr. Ja, das wird schwierig. Diese schlurfende, ekelerregende Masse wurde vom Herrn der Fliegen damit beauftragt, allen Krankheit, Verfall und das Geschenk des Todes zu bringen. So, die Verstärkung kommt von da hinten. Wir haben eh halbwegs mobile Komponenten mit der Kaff und mit den Hunden. Vielleicht können wir ihn ja ein bisschen dazu bewegen, dass er seine Kräfte aufteilt, wenn wir an einer Flanke mit der Kaff kommen und auf der anderen Flanke mit den Hunden. Da könnte vielleicht ein bisschen was gehen. Ich frage mich gerade, ob das mit der Rüstungsdurchdringung da jetzt wirklich so notwendig war. Weil ich jetzt auswendig gar nicht weiß, ob, was die Korneinheiten dafür Rüstung haben. Naja.
zur Not, aber wie gesagt, das ist ja nur eine kleine Nebensiedlung, wo nur so ein komischer Chaos-Altar steht, die jetzt zu verlieren wäre jetzt auch nicht das Mega-Drama, sag ich jetzt einmal. Würde ich ganz einfach mal so sehen. So, mit dem Rest der Partie haben wir ja vor, gut Aufstellung. Postieren wir die mal da im Wald. Und die Kaff postieren wir hier im Wald. Du kommst da zur Inf. Naja. Okay, du kannst das Sengende verderben und den Rostfluch. So, stopp einmal, du bist der Flattermann und du bist der Flattermann, genau. Okay. Ja, stimmt, die haben ebenfalls wenig Rüstung, 30. Wir ziehen uns dann ein bisschen zurück, zwecks Geländevorteile. Wie, wer, wo, was, wann wird man denn das kriegen? So ein bisschen Bum-Bum machen wäre schon noch ganz nett. So, das sind die. Die Horrors müssten eigentlich noch drin sein. Ja. Gas. Okay, du hast noch keine Reichweite. So, einfach reinchargen, volle Kanne. Eine Einheit kriegt natürlich alles ab. Alter, geht die runter. So, aber jetzt. Okay, hätte besser funktionieren sollen oder können. Drauf auf die Horrors. Okay, Verstärkung. Hier kommt Olemann dazu. Hier kommt's dazu, hier kommt's da oben dazu. So, das da muss eigentlich funktionieren, das gibt's gar nicht anders. Verliert leicht, ja. Und Rostfluch. So will schon wer retweeten. Äh.
unser Hund ist. Und Charge. So, wie schaut's da hinten aus? Okay, da hat jetzt dieser Blutdämon eingegriffen und der Einheit zerfleischt. Okay, das ist klar, dass das nicht funktioniert. Und ist vor, das soll sie ruhig an die Hunden abarbeiten, während die Kavallerie ballert. Beziehungsweise ihr könnt jetzt eigentlich sandwichen. Ja. Und auseinander. So, was haben wir denn da drüben für Spaß? Ich würde gerne wissen, ob wann sie das freischaltet da. Sehr gerne. Da verschüssen sie die Seuchenkröten. Und da sind ein paar mit Barriere. Die sind das da, ja, genau. Ja, beschäftigt die mal. Die werden vermutlich nicht unbedingt eine Chance haben. Hier kommt's retour. Du schmeißt die Rüstung runter. Du zauberst nochmal. Ja, die haben keine Chance gegen den. No! Gegen den Blutdämon. Ah, kommt's da oben dazu. Das bringt recht wenig. Da kommt unser Fleischer. Ja. Schaut eher öde aus. Bum 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 bum. 6 Punkte. Okay, die Feuerdämonen kriegen wir sogar. Ganz gut. Ihr seid ebenfalls wieder da. Passt, runter. Ja, okay. Mach nochmal den Rostflug auf ihn. Retweet. Es dürfte aber echt nur mehr noch der Visier sein. Okay, und er. Verstehe. Kommt's. Ja. Yes,
so auseinander. Den müssen wir heute jetzt ein bisschen ankiten. Ruff. Das ist nur der Visier, Freunde. Es sind nur noch der Visier und der da. Und der blöde Dämon. Okay, und dreimal brut das Korn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Friendly Fire macht. Schwach gegen einzelne Kämpfer, ja. Und weg. Okay, die vertschüssen sie schon. Beide vertschüssen sie. Komm, versuch's da mal mit einem Charge. Brutal einfach rein. Ja. Okay. Ja, das war er natürlich. Und diese blöde Blutbestie da, Blutdämon. Mit ein paar Chaoskriegern mehr wäre das eigentlich schon gegangen. Die Taktik, ihm die Horrors früh auszuschalten, war glaube ich ganz okay. Ich habe dann und wir hatten auch nichts wirkliches Anti-Large, muss man auch sagen. So wie er ausschaut, würde er ja auch als Large durchgehen, denke ich mal. Und ja, das war halt einfach nicht. So. Das ist jetzt natürlich die Frage. Komm. Wir sind jetzt zwar schon bei 43 Minuten, aber dann wird das halt ein bisschen ein längerer Part. Wenn er es nur einmal wissen will, jetzt ist zumindest einmal fast seine ganze Infanterie weg. Das dürfte da nur mehr noch ein Einzelner sein. Und da geht es eigentlich nur gegen die zwei dicken Typen. Die Verstärkung kommt sogar von hinten. Na, vielleicht können wir die verschieben. Das wäre eher ein bisschen in unserem Sinne, wenn wir die Truppen zusammenziehen könnten. Können wir das verschieben? Ja. Die Aufstellung ist ja irgendwie gerade komisch. Was? 5 Minuten? Okay. Okay, vielleicht funktioniert das doch nicht. Ob man den 5 Minuten auf Abstand halten können, würde ich ein bisschen bezweifeln. Ja komm, dann geben wir ein bisschen Gas. Genau, das ist einmal nur die Brut des Korn. Ja, 4 Minuten. Na, das wird nichts. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Opern.
Okay, dann geht's schon gar nicht, wenn er Einheiten beschwören kann. Und das habe ich jetzt nicht gedacht, dass er vielleicht Horrors beschwören kann. Dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Das ist klar. Dreißig. Nein. Nöp. Ja, komm. Euer General ist in der Schlacht gefallen, mein Herr. Die Nachricht breitet sich bereits unter euren Truppen aus. Und die Moral leidet darunter. Alter. Wartet er jetzt? Ja. Ich warte aber nicht. Ja. Ich hätte mir da jetzt ein paar Chancen schon ausgerechnet, wenn wir die Garnison gleich zur Verfügung gehabt hätten, also die Überbleibsel der Garnison. Und ja, dann hätte ich mir ein paar Chancen ausgerechnet, aber bei 5 Minuten Wartezeit, nein. Und besiegelt oder klar war das dann, wie er seine Einheit Rosa Horrors beschworen hat. Also ja, wie es halt so ist, ne? Mal gewinnst, mal verlierst. Speckus. Aber wir kriegen Seelen. Okay, doch. Okay. That was a mistake, Maggot. Ja. Brennender Körper. Cool. Brennender Körper klingt leibend. Ja, komm. Nur für das eine Mal holst du jetzt 10 Einheiten. Die geschenkten Einheiten, die doch nicht geschenkt sind. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, dass wir den dann kriegen und den lösen wir halt dann auf. Okay. Wir sind knapp 50 Minuten, das langt einmal, auf jeden Fall, für den Part. Gut, dann werden wir uns beim nächsten Mal des Visiers entledigen, das sollte dann funktionieren. Und der liebe Village wird sich weiter mit Bretonia befassen. Jetzt hat der Kostaldin den Rückzug angetreten, das heißt Dajin oder wie auch immer, ist dann fertig für uns zum Pflücken. Es verabschiedet sich der Doc von Gefunden Games, das bin ich, und sagt grüß euch und tüdelü.